Hi und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwas gemacht kriegen. Ich weiß noch nicht was. Ah, stimmt, das war der Geth-Überfall. Wollte man den machen? Genau, den wollte man, glaube ich, machen. Das sind wir schon mal angeflogen. Wir haben hier schon 100% oder? Ne, 50. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Planet Ich habe hier. eine Anomalie geortet. Atesh. Ist immer noch Winter. Nun gut, dann suchen wir mal. Was? Hier? Hier schon? Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ja, er hat was gefunden. Okay, den Hämmer. Zu wenig Milch der Kälte auszusetzen. Eieiei, was wird denn das, wenn fertig ist? Hier ist nur Mittel. Ja, dann machen wir mal schnell Starte hier. Sonde. Und ja, das ist nicht so Starte verkehrt, dass Sonde. du. Jetzt sind wir schon auf niedrig und du mal lande. So. Wenn nehmen wir dann mit. Geht die Geth geht's, dann müssten wir eigentlich die Tali mitnehmen. Wieso ist die Miranda Nimi loyal? Nee, oder? Boah, das ist wie dem Zickenkrieg. Es ist die Nimi loyal. Was ist das für ein Bitch? War schon mal Pech gehabt. Das ist eigentlich reichlich unlogisch. Haben wir so mit der Schwester geholfen, jetzt zieht sie so rum. Tali. Du kommst mit und Grunt, wieso eigentlich nicht? Wieso nicht? Oh, ich habe 3 Punkte. Ich könnte hier sparen für Angriffsmeisterschaft. Oder für Kryo-Munition. Sturmangriff nutze ich eh kaum. Ja, ich spare lieber. Tali hat nur Endpunkt. Der Grunt auch nur einer. Ja, da können wir nichts machen. Aber mir könne. Ja, Granatwerfer ist schon gut. Oh. Oh, nice. Mit dem Ding unterwegs. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Ist das jetzt wieder das Übliche? Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Ja, das sehe ich, aber. Ups, ja. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Kann ich auch nichts so vor. Hindernis geortet. Maschinentemperatur normal. Okay. So, dann muss ich schnell Maschinentemperatur fällt. Ja. Wir sind hier wieder hier. Hindernis geortet. So, ach Gott, wenn ich mal ein bisschen Palladium oder so. Hier ist schon was. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, hallo, ich bin noch hier. Hindernis geortet. So. Hilfe! Gut, dass das Ding hier kaputt gegangen ist. Hindernis geortet. Hindernis geortet, was macht der Hindernisse?
das war nicht gut. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hier bin ich hier richtig, ja, hier bin ich richtig. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Dann waren wir dabei, hier ins Warme. Hindernis geortet. Kann ich nicht mal ein bisschen Temperatur aufladen? Ich hab immer die Temperatur aufgeladen. Ach, das ist nimi. So, aber hier ist wohl nicht zu kalt, oder? Nehmen wir mal hier. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja. Ach du, sonst nichts anderes. Und dass ich. Irgendwo dort ankommen, wo ich ankommen will. Unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Sind wir fertig? Was? Bin ich fertig? Ja. Ja, das ist die Normandie. Aha. Okay. Jetzt habe ich aber. Wieso habe ich jetzt überhaupt Leid mitgenommen? Das war ein bisschen seltsam. Aber Mission erfüllt. 10 Knoten, Erfahrung, ein paar Credits, bisschen Palladium. Joa. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Dass man vielleicht irgendwo anfliege, aussteige, ein bisschen schieße. Ja. Dann mal weiter im Text, weil wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir mal nur Salahil. Gucken wir mal. Oh, hier ist nicht eigentlich viel los. Können wir gerade mal gucken, was Ekuna ist. Ekuna ist sogar hoch. Sonde gestartet. Machen wir das doch mal Sonde direkt. Unterwegs. Sonde gestartet. Ja, sonst nix. Das war mal ein bisschen wenig, der Ausschlag, du. Ja, Element Zero. Oh yeah, gerne, Sonde gerne. Gestartet. Ja, ich soll nehmen wir auch unterwegs. Gerne mit. So. Sonde gestartet. Mal, dass wir den Planeten hier fertig kriegen, dann haben wir wieder ein System auf 100. Und mal gucken, wo es weiter geht. Das mal, würde ich sagen, noch ein paar Nebenaufgaben. Oh ja. Abreise, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen. Wäre eventuell nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Mittel, wow. Und dann noch so Peak. Aber nett euch, was die Geh hat. Starte Sonde. Oh, über 90.000 Element Zero. Ich würde sagen, da können wir neuen ruhig noch was zum Bauen finden. Ja, so nehmen wir Starte halt auch Sonde. Noch. So, das müsste Starte jetzt eigentlich Sonde. Fast gewesen sein, nehme ich an. Ja, nehmen noch ein bisschen, was ist da? Jo, Element Zero, das lassen wir bestimmt nicht verkommen. Da wäre es schade drum. Starte Sonde. Das da war's, oder? Jep, das war's. Gut, dann sind wir hier auf 100% und. Hallo, Massenportal, wir kommen.
Lademor. Mal den Tank voll machen. Ein paar Sneakers mitnehmen. Das ist jetzt wieder sehr seltsam. So, da sind wir wieder. Kleiner Hänger gibt. Ich glaube, ich weiß auch, woran das leid. Weil Steam hat sich gerade wieder aktualisieren wolle und das ist wohl ein Bug mit der Dorwine-Version. Aber es gibt schon diverse neuere. Wenn ich auch mal upgrade, ist ja auch nicht schlimm. Aber dann mal weiter im Text. Feuergänger, Forschungsdaten beschaffen. Ist das? Artefaktsammlung? Ich bin gerade. Das ist der Rift. Moment, nee, das ist ein Reaper. Viel mal hier hin. Gibt's also Feuergänger-Missionen. Wow. Hier war ich aber schon. Ganz offensichtlich. oh, hier ist noch einiges, was wir denn gemacht haben. Dann würde ich doch mal fast behaupten. Mir fliegen wir ganz die Hühner ins Yakawa-System. Und gucken wir mal grob über die Planeten drüber. Haben wir dann Obayashi. Anschauen. Sonde gestartet. Mittel. Das ist nicht so interessant. Wir haben ja eigentlich richtig viel Materialien. Dass man zumindest mal. Oh, Alter, da können wir auch noch mitnehmen, würde ich sagen. Starte hoch, Sonde. Das lohnt sich ja. Hier. Starte Sonde. Weil am interessantesten ist ja so Planetenscanner immer noch mit der geringen Hoffnung, es könnte eine Anomalie geben, aber das hat man immer schon direkt am Anfang gesagt. Und ja, das ist immer das Spannendste, wenn man Anomalie auf dem Planet findet. Wow. Sonde gestartet. Das ist eigentlich gut, was los auf Maskaba. Nur kurz die Pause mache. Oh Mann, nur eine Abbrechung heute. Das gibt's ja nicht. Auf KQ-Haut. Und ich geht's jetzt ohne Unterbrechung weiter. Flippe ich noch aus. So, aber hier könnte man ein bisschen was robotzen, weil es ist hier immer noch gut. Was ich hier sehe, ist alles andere als gut. Starte Sonde. Das da ist doch schon eher was, ne? Starte Geschmack. Sonde. Das lohnt nicht. Das ist okay. Gut, dann haben wir hier noch was. Ein Ringplanet Nambu. Nambu ist Mittel. Sonde gestartet. Noch eine Shepard-Gedächtnissonde verpasst. Und wir können hier gucken. Alles unspannend. Gut, 60%. Warte mal, Dennerhammer. Karamuto, flieh mal hin, du hinne Dennerhammer.
seltsam. Kamuto. Aber hier ist erst nur eine Anomalie natürlich, weil hier eine Moon ist. Moment, immer noch hier. So. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Da ist etwas. Eine Forschungsstation. Das ist doch schön. Aber der ist instabil. Höchste Vorsicht. Hört sich jetzt nicht so gut an. Da passiert doch bestimmt irgendwas Unschönes. Könnte ich mir doch vorstellen. Ja, scannen wir noch schnell drüber. Gut, bist du immerhin. Gut. Starte Sonde. Sehen Sie auch nächstes Starte Mal wieder Sonde. Bei den Weisheiten des Commander Shepard. Gut ist gut. Starte Sonde. Mir ist doch nur Poet verloren gegangen. Ach. Starte Sonde. Sonde gestartet. Dann nehmen wir dann mit. Wahrscheinlich die, das Team von Legitimo, Kali und Grunt. Tali, Kali, was laber ich wieder? Das ist, denke ich, nur adäquat. Falls ein paar Geth über die Weg laufen, ist das immer gut, wenn wir die Tali dabei haben. Und der Grunt, ja, der macht alles platt. Egal was starte kommt. Sonde. Sonde unterwegs. So. Ja. Starte niedrig. Sonde. War aber noch ein paar Ausschläge von niedrig. Ne, okay. Dann würde ich sagen, landen wir mal. Dann Ali Brand. Jo. Hier können wir nicht machen. Konnte mal vorhin auch nicht. Das heißt, wir können schon, aber mir spare. Wie ich dachte, eine Forschungsstation. Okay. Einmal immer bei den Feuergängern bis jetzt nur mit dem Blauen. Die. Suchen Sie im Vulkan von... Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Was zur Hölle? Ich weiß schon, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich mich ganz schön verfliegen kann. Kann ich nicht mehr hoch... Ach so. Shift war was. Genau. Muss ich selber etwas finden ohne Navi. Nicht euer Ernst, oder? Uncool. Hier ist was. Was auch immer du wischst. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Danke, dass du uns so drüber informierst. Nicht vor in diese Rache oder The Grunt. Ne, The Grunt ist, denke ich, auch nicht Rache und die Tali, die kann sich das wie nicht erlauben. Wird die Droge direkt in der Anzuchung gespritzt. The Grunt, der raucht am liebsten Pusans. Das war's, du mit Sache. So praktisch. Ich vermute mal, in die Lava darf ich nicht drinfallen. Würde ich nur fast annehmen. Hindernis geortet. Uiuiui. Aber es kann nicht eigentlich lang dauern, bis man erstmal in der Lava drin hocken, würde ich sagen. Kenn mich doch.
hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Verwirrt. 4.40 Uhr. Kann ich hier aussteigen? Nee, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Hier ist 4.40 Uhr, aber ich komme nicht hin. Nicht unschön. War das eigentlich das, wo mal herkommen? Das ist gar nicht. Wow. Hier ist noch was, hier ist noch was. Ist noch was. Ich durch hier, komm mal her. Komm mal her, wo gehen wir hin? Wow. Fucknäpsch. Gesund. Ich geh mal lieber dahin an. So, geht's auch nicht weiter. Schön. Dacht hier. Komm mal hin. Ne? Ah. Aber hier geht's doch zurück, oder? An. Dann nur du hin, Anne, würde ich sagen. Oh ja, dahinter ist etwas scharfer. Jawohl. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Noch was. Oh ja, ich glaube, hier sind wir richtig auf dem Weg. Denke ich gut. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ui, nein, 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 nein. Gas geben. So, nochmal Iridium und... Ja, das Tor ist eigentlich doch... Ah ja. Eingang zur Forschungsbasis voraus. Das ist doch nicht schlecht. Voraus, wo immer voraus ist. Ah, hier, cool. Haben wir es doch gefunden. Mensch, bin ich stolz. Ach so, mit F können wir raus. Ich habe keine Google, was das M44 ist. Suchen Sie nach Hinweisen auf Aufenthaltsort. Okay. Mir suchen Sie erstmal nur 100 Credits. Müsste man eventuell neu nochmal anfliehen. Dann würde ich doch mal gerne wissen, was das M44 war, das wir mal da nicht geholt haben. Hier irgendwas? Oh. Ja, hier ist was. Eine K.
Computerkonsole. Diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. O'Loy und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth, die Reaper, sie alle, sie müssen aufgehalten werden. Ja, da ist was dran. In... Ist das gut oder schlecht? Wow. Das ist schlecht. Ich will doch noch so viele andere Sachen angucken. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortige Abreise. Oh, nee. Super. Ich muss hier alles... oder alles Feuer mache. Unsafe. Das ist jetzt ärgerlich. Wenn ich hier raus muss, dann hab ich Zeit und fahre alles super aus Lüge. Warte. Dann muss ich das. Wahrscheinlich ja schon, das fühlt sich nämlich nicht so gut an. So. Kann ich hier... Mineralienvorkommen entdeckt. Was war nun Hölle? Die Hölle wird... zugefrieren. Wow! So, jetzt müssen wir da wohl auch schnellstens raus. Hindernis geortet. Oh. Aber steigt die Lava da an, oder? Hab ich das gerade nur so? Nicht anecke. Gute Landung, muss ich sagen. Naja, kann der Garrus wieder reparieren oder wie auch immer. Okay. Daten sichergestellt, sehr schön. Aber ein Haufen Zeug einfach nicht mitgenommen. Ach, zu doof. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass man da eine miesere Kunde. Oder geht das noch im Morgen? Nee, leider nicht. Aber wieso haben wir hier nur 80%? Wieso haben wir hier nur 80%? Das stimmt hier nicht. Ach doch. Hat er sich versteckt? Ganz nah an der Sondra, an Sakata, die Sau. Das hohe Vorkommen wollte er wohl, das hohe Mineralienvorkommen wollte er uns wohl verheimlichen. Gar nicht gut. Sonde gestartet.
Sonde unterwegs. Dann nehmen wir das so schnell mit. Starte Sonde. Sonde gestartet. Interessant. Ich glaube, von dem Feuergänger gibt es noch eine Quest, wenn ich richtig weiß. Im System, wo wir mit der Hauptstory weitermachen. Oh. Starte Sonde. Aber das System, da warte ich noch ein bisschen, bis ich hinfliehe. Sonde unterwegs. Ich habe schon ein paar andere Sachen, die erledige. In anderem fällt mir in das mal noch so komisch. Quest haben, wo wir auf das Citadel und auf Omega war es, glaube ich, irgendwas insammeln müssen und auf einem anderen Planet abgeben müssen. Sonde unterwegs. Ist müsse, sollte. Sonde gestartet. So. Okay, aber zumindest hier die 100. Sehr schön. Zurück. Ja, also Portal. Wir haben keinen Sprit mehr. Das noch ein bisschen. Naja, okay, gut, die Hälfte. Ein bisschen dramatischer als. So. Aber da ich jetzt irgendwie komplettes Zeitgefühl verloren habe, würde ich sagen, machen wir einfach mal hier eine Pause und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und bis dann, bye bye.